yeah. Deine Freunde sagen dir, wie geil doch dein scheiß Rap ist. Würde ich sagen, wenn du ein paar Freunde hättest. Und wenn du ein paar Freunde hättest, die meinen, wie geil dein Rap ist und dir das auch wirklich sagen, sind das leider keine echten. Denn wenn deine Freunde echte, wären sie einfach zu dir ehrlich und statt dope zu dir zu sagen, tut mir leid, dass du so wack bist, ist nicht geil, aber am Ende ist das alles hypothetisch, denn das würde ich ja nur sagen, wenn du ein paar Freunde hättest. Geil. Vox knockt es Runde 2, Lord Hämmchen ist dabei, denn sein Gegner hat verpeilt, wie man allen Ernstes so rumlaufen kann, peil ich nicht. Das ist ja kein Topschnitt, Digga, das ist ein Eimerschnitt. Und wenn dein Statist sich im Video bewegt und sich schämt, ist das nicht erbärmlich, sondern gerechtfertigt. Tut mir leid, dass dein Part mega Short war, rappst auf Nightcore, Beats, geh mal schlafen, du Opfer. Ich will nicht von Style sprechen, denn so kann man das auf keinen nennen. Mit Flow und Text noch generischer als Minecraft-Welten, du wärst gerne die dieser Nacht, die auf Englisch übt man noch ein wenig, weil du dafür zu wack bist. Player, das ist kein Schlagabtausch, das ist Pfefferspray in Fresse nach ner harten Faust. Ich geh über Erwartungen, du nur übern Takt hinaus. Du fragst nach dem Ausgang, ich sag dir, der ist gerade aus. Deine Freunde sagen dir, wie geil doch dein scheiß Rap ist. Würde ich sagen, wenn du ein paar Freunde hättest. Und wenn du ein paar Freunde hättest, die meinen, wie geil dein Rap ist und dir das auch wirklich sagen, sind das leider keine echten. Denn wenn deine Freunde echte, wären sie einfach zu dir ehrlich und statt dope zu dir zu sagen, tut mir leid, dass du so wack bist, ist nicht geil, aber am Ende ist das alles hypothetisch, denn das würde ich ja nur sagen, wenn du ein paar Freunde hättest. Jörker Mike, es geht pop, pop, pop. Du vierter Ludolf, produzierst hier nur noch Schrott, Schrott, Schrott. Dieser Philo in dem Video macht sich ehrlich nur lächerlich. Da fragt man sich schon fast, wie hässlich du selbst dann bist. Komm, versteck dich nicht, zeig deine Fresse. Glaub nicht, dass dein Shit danach noch peinlicher käme. Denn das ist unmöglich, Digga, wenn man sich so präsentiert, muss man aufpassen, nicht zum Rainer Winkler zu mutieren. Ich soll mich auf meinen Gegner beziehen, seh ich denn aus, als wär ich Gott oder so. Der hat nix, was ihn ausmacht, außer schlechtem Beatgeschmack, der Kamerascheue und wack im Rap, doch das ist alles nix Neues. Was wollt ihr denn noch, hä? Was wollt ihr sehen von mir? Ich weiß, ich rap geiler, das tut mittlerweile jeder hier. Aber ist egal, Digga, reicht auch jetzt. Ich hoffe, mein nächster Gegner macht da mal was Eigenes. Ja, dann war das die JBL-Box gar nicht connected. Das weiß nicht keiner außer der Mann im Cut.